Ja, Achim Klubsch von Bredenord. Was wir hier ausgestellt haben und was zum ersten Mal überhaupt auf dem Festival und in Deutschland überhaupt zu sehen ist, ist das erste mobile Wasserstoffaggregat. Dieses Wasserstoffaggregat ist nach den Grundsätzen von Bredenord erstmal wieder gebaut worden. Es war ganz, ganz wichtig, dass es mobil ist. Es muss relativ einfach in der Behandlung sein. Und für uns war es schon immer so, dass wir innovativ überlegten, wo geht es hin. Weil wir ganz sicher sind, Kraftstoffe, so wie wir sie heute verwenden, können wir nicht mehr in 15 oder 20 Jahren verwenden. Das war hier ein Forschungsauftrag der Niederlande, wo 4 Firmen daran beteiligt waren. Unter anderem eben Bredenord für den Aggregatebereich. Dieses Gerät als solches, hier direkt haben wir die Wasserstoff. Dieser Wasserstoff, den ihr hier seht, der reicht aus für 30 Stunden, dass dieses Aggregat unter Volllast läuft. Volllast ist bei diesem Aggregat 5 kVA. Das kennt man üblicherweise in einem kleinen Pack, den man schon fast im Baumarkt kaufen kann. Ja? Aber für eine Wasserstoffbrennzelle sieht das alles etwas größer aus und ist natürlich auch etwas alles teurer. Was wir direkt hier zum Aggregat sagen können, in diesem Bereich, das Blaue, das ist tatsächlich die Brennzelle. Im ersten Moment, wenn das Aggregat gestartet wird, ist es ganz, ganz wichtig, dass die Membranen, die in der Brennzelle sind, mit Stickstoff gespült werden. Nachdem die mit Stickstoff gespült werden, ist das Aggregat im Prinzip schon funktionsfähig. Dann fängt das an zu starten und kann dann seine Leistung bringen. Dies passiert ungefähr nach 2 Minuten. Und das Einzige, was wir eben brauchen, ist Wasserstoff, Stickstoff zum Reinigen. Und was wir rauskriegen, ist zum einen Wasser. Dieses Wasser wird wieder aufbereitet. Das ist im Übrigen ein mineralisiertes Wasser. Ja. Das bedeutet andersrum auch, es ist im Moment noch nicht möglich, unter 0 Grad dieses Aggregat zu fahren, weil sonst wird es einfrieren. Des Weiteren ein Prototyp. Die Forschung bei uns geht weiter, das heißt, dies hier steht ein 5 kVA. Es gibt aber nun schon die Pläne und alles dafür für eine 300 kVA, was dann auch bei den Olympics 2012 in London stehen soll. 3, 2, 1, Tag!